Das Frankfurter Gallustheater ist eines von rund 140 öffentlichen Theatern hessenweit. Zusammen mit den privaten Spielstätten, Theaterfestivals und Orchestern zählt die hessische Theaterlandschaft rund 560 Bühnen. Bühneninszenierungen leben ja bekanntlich vom Spiel aus Licht und Schatten. Das bedeutet aber auch, dass Lichtanlagen, Bühnentechnik und Co. jede Menge Energie fressen. Um das zu ändern, haben sich aktuell Vertreter aus Politik und Kultur im Gallustheater zusammengefunden, um im Rahmen einer Tagung nachhaltige Lösungen zu debattieren. Nachhaltigkeit ist ja insgesamt eine Herausforderung, aber ich denke, es ist eine neue Allianz, die sich da bildet zwischen den Theatern, zwischen dem Kulturbereich und dem Umweltbereich, wenn ich das mal so sagen darf, zu gucken, wo die gemeinsamen Möglichkeiten sind, wo die gemeinsamen Initiativen sind, um zum Beispiel so Aspekte von Klimaeffizienz, Klimawandel und die Problematik, die damit verbunden ist, in Angriff zu nehmen und umzusetzen. Die hessischen Klimaziele sind schließlich hoch gesteckt. Bis 2020 soll nicht nur der Endenergieverbrauch um 20% gesenkt werden, 20% dessen sollen auch alleine aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Und das Einsparpotenzial in der Theaterszene ist groß. Mit neuer Technik könnte der Energieverbrauch schätzungsweise um 80% gesenkt werden. Das Zauberwort lautet kurz LED. Und das bietet auch unter künstlerischen Gesichtspunkten ein großes Potenzial. Ich kann Farben erzeugen, die ich bisher nicht erzeugen konnte. Ich kann Farbübergänge schaffen, die ich bisher nicht schaffen konnte. Ich kann Farben gezielt hervorheben und verschwinden lassen. Das war bisher auch nicht möglich. Bleibt nur die Frage offen, warum nicht einfach gleich auf LED umgestellt wird. Das möchte kein Künstler. Wir wollen schon das andere Licht auch behalten, aber wir wollen es gezielter einsetzen. Und das ist vielleicht ein Hinderungsgrund. Dann ist es so, es gibt ganz wenig LED-Scheinwerfer, die fürs Theater schon tauglich sind, die also von der Qualität her die Anforderungen erfüllen. Dazu kommt, eine Umstellung von heute auf morgen ist noch zu teuer. Dennoch, der Startschuss für mehr Nachhaltigkeit in der hessischen Bühnenlandschaft ist also gefallen. Nun muss der nächste Schritt folgen. Das Land Hessen unterstützt die Aktion mit 4.500 Euro aus den Mitteln der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen.